Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 516. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor, davor ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, heute ist der 18. Oktober 2022 und damit ist der Einschlafen-Podcast genau heute genau 12 Jahre alt und ich nehme auch genau heute am 18. Oktober auf. Genau, heute vor 12 Jahren habe ich die erste Episode aufgenommen und gleich online gestellt, ohne lange nachzudenken. Abgefahrene Geschichte. Gestern hatten Marein und ich Geburtstag und ja, es war irgendwie ein ziemlich abgefahrenes, schönes Wochenende, von dem ich euch gerne erzählen möchte. Ich hatte euch gebeten, mir Nachrichten zu schicken mit euren schönsten Geschichten aus dem Einschlafen-Podcast und da sind auch ein paar gekommen. Ganz lieben Dank dafür. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, die jetzt nicht vorzulesen, weil mir einige davon auch so vorkamen, als wären die vielleicht dann doch eigentlich zu persönlich und eher so für mich gedacht und nicht für die Öffentlichkeit. Ich habe die aber alle gelesen und mich sehr gefreut und das ist sehr herzerwärmend, wenn man liest, welchen Platz dieser Podcast und damit ja auch ich in euren Leben gefunden hat und ganz, ganz lieben Dank dafür. Ganz vielen Dank auch für die Geschenke. Es sind welche gekommen. Sogar auch für mich. Obwohl ich ja gesagt hatte, beschenken mir nichts, sondern lieber mal Mareile. Und es kam aber auch tatsächlich in dem einen Geschenk war ein Brief mit drin. Und es kam auch eine E-Mail, die thematisiert hat, dass es ja ein bisschen schräg ist, dass ich mir Geschenke für Mareile wünsche. Was denn dann mit Sky ist, unserem zweiten Kind. Oder auch mit Steff, meiner Frau. Ob das nicht ungerecht denen gegenüber wäre und was denn überhaupt Gerechtigkeit bedeutet. Naja, da große philosophische Frage, in der Tat. Es ging mir um diese Situation. Ne? Es ist Geburtstag und ich teile mir den Geburtstag halt nur mit dem einen Kind. Und wenn dann bei mir ganz viele Geschenke liegen und bei Mareile ganz wenig, das war halt früher mal doof. Mir ist es damals auch gar nicht so sehr aufgefallen. Es war halt, ne, war halt einfach so. Und es kam halt letztens zur Sprache, dass das für sie damals halt wirklich irgendwie sehr, sehr eindrucksvoll gewesen sei. Und deswegen wollte ich das jetzt halt einmal so machen. Wenn ihr natürlich Sky was zum Geburtstag schenken wollt, sie hat am 27. Mai Geburtstag, ist noch ein bisschen hin. Und davor ist noch meine Frau dran, Steff hat am 6. April Geburtstag. Ja. Aber das mit den Geschenken wirklich, ist alles nicht so wichtig. Wir freuen uns immer, wenn was kommt, natürlich. Aber uns geht's total gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Meiner Frau fällt es immer wahnsinnig schwer, überhaupt ein Geschenk für mich zu finden. Sie hat mir übrigens ein Geschirrtuch gekauft mit einem Dackel drauf. Weil ich immer, wenn ich einen Hund sehe, sage ich, hallo Dackelchen. Ich spreche die Hunde, also alle, egal welche Rasse, mit Dackelchen an. Die freuen sich dann immer, denn tief in ihren Herzen sind alle Hunde noch irgendwie ein bisschen Dackel. Das solltet ihr wissen. Und die Hunde wissen das zumindest. Sie freuen sich sehr, wenn man das erkennt und sie damit anspricht. Vielleicht liegt es auch an meiner Tonlage ein bisschen. Aber sie freuen sich. Und ja, deswegen habe ich eine Postkarte und ein Geschirrtuch mit einem Dackelchen drauf bekommen. Dackel selbst, ehrlich gesagt, sind gar nicht meine liebsten Hunde. Aber egal. Mein Vater hat mir das so beigebracht. Das ist tatsächlich eine Geschichte von meinem Papa. Der hat auch immer Dackelchen zu allen Hunden gesagt. Ja, und ein Fotokurs, ein Gutschein für einen Fotokurs. Hier in der Nähe gibt es einen Fotomenschen, der Kurse anbietet. Geht man raus und fotografiert. Und das mache ich ja total gerne, deswegen schöne Geschenke. Aber es ist halt wirklich immer schwierig, überhaupt noch was zu finden. Eine Hörerin hat mir orangene, extra große Topflappen gehäkelt. Wahrscheinlich gehäkelt. Nicht gestrickt, ne? Topflappen häkelt man. Total geil. Die fühlen sich total gut an. Die sind riesengroß, also passend zu meinen Händen und sind orange. Also perfekt. Ganz lieben Dank dafür. Und Glückskekse habe ich bekommen. Und Mareile hat Blumen bekommen und ein Buch und noch irgendwas. Lauter so Sachen. Wo Blumen aus Japan. Also die Blumen selber sind, glaube ich, nicht aus Japan, aber von einer Hörerin, die gerade in Japan ist. Ja, also war toll und reichlich und mehr als nötig sowieso, weil nötig ist sowieso
nichts bei uns im Moment. Uns geht's wirklich gut. Das ist wirklich, also ich fühle mich so wahnsinnig privilegiert, dass ich mir jetzt auch vor diesem Winter keine Sorgen machen muss, weil wir einfach zum Glück, also ich habe halt einen sehr, sehr gut bezahlten Job. Meine Frau ist Erzieherin. Weiß jeder, wie gut Erzieher bezahlt werden. Nämlich eigentlich nicht so gut, aber mein Gehalt reicht halt dicke aus, um völlig angstfrei in diesen Winter reinzugehen, zu gucken, was denn da mit den Energiepreisen passiert. Das ist ein absoluter Luxus, den wir hier haben. Und das ist mir vollkommen bewusst. Dass es vielen anderen Menschen nicht so geht, ist mir auch vollkommen bewusst, auch in meinem Umfeld. Gibt es natürlich Menschen, die es nicht so gut haben wie wir. Und deswegen, also wie gesagt, auf meiner Danke-Seite, also mik.fm/danke, da steht ja auch drauf, ich brauche nichts, schenkt lieber an Leute, die es wirklich brauchen. Ich habe da, glaube ich, noch Sea-Watch und Ärzte ohne Grenzen verlinkt, aber es gibt natürlich ganz viele Organisationen, die was Sinnvolles tun. Und die kann man natürlich auch gut unterstützen. Trotzdem, und Briefe habe ich auch bekommen und Postkarten und ach, das war schon schön, genau. So, ich wollte aber natürlich, wenn ich schon von diesem Geburtstag, also es war ein wirklich ausgezeichnetes Geburtstagswochenende und da möchte ich natürlich anfangen am Freitagabend. Tut mir leid, liebe HSV-Fans, wenn ihr hier zuhört, aber es muss ich natürlich kurz erzählen. Wir sind am Freitag zu viert ins Stadion gefahren, ans Millerntor-Stadion. Das ist die Heimspielstätte vom FC St. Pauli, dem Verein, wo wir Mitglied sind und Dauerkarten haben. Also Steff und ich haben Dauerkarten und die Kinder haben so Saisontickets. Wie heißt denn das? Doch, ja. Also einfach 17 Eintrittskarten für jedes Heimspiel eine. Und der HSV war zu Gast und das ist natürlich immer ein besonderes Spiel. Das ist das richtige Derby. Also wenn wir gegen Rostock spielen, sagen auch einige Leute Derby dazu. Das ist natürlich eine sehr liebevoll gepflegte Rivalität. Und ja, die sind auch in Norddeutschland, aber ansonsten ist das halt nicht wirklich Derby. Das ist halt für ein Derby viel zu weit weg. Und ja, nee, HSV St. Pauli ist schon das richtige Derby. Und die Vorzeichen waren so, dass wir kurz vor Abstiegskampf waren und sind wir auch immer noch. Die drei Punkte haben uns von dem Abstiegskampf jetzt noch nicht so weit weggebracht. Jetzt habe ich es schon vorweggenommen, wir haben übrigens gewonnen. Und der HSV war Tabellenführer und das auch sehr souverän, also jetzt nicht mit großem Abstand. Ich glaube, jetzt sind sie es auch nicht mehr. Ist auch egal. Aber haben halt tolle Spiele gemacht und die haben einfach einen richtig guten Kader und tolle Spieler. Und also ich war mir die letzten Jahre eigentlich schon immer relativ sicher, dass sie aufsteigen werden. Jetzt war letztes Jahr natürlich noch mit Werder und Schalke ziemlich viel starke Konkurrenz. Da sind sie dann ja auch Dritter geworden und haben die Relegation nicht geschafft. Und die Jahre davor sind sie Vierter geworden. Also sind ja auch immer oben mit dabei. Aber so sicher wie dieses Jahr, dass sie aufsteigen werden, war ich mir noch nie. Und wir sind da hingefahren in der Erwartung, dass wir hoffentlich nur 1-0 oder 2-0 verlieren oder so ein 2-1 oder so. Also knapp verlieren war so die Hoffnung. Nur nicht wieder irgendwie dieses 0-4 vor 5 Jahren, das war halt schon ganz schön krass. Ja, es ist die 5. Saison jetzt, die der HSV in der 2. Liga verbringt. Und wir sind ganz brav und bleiben auch da mit dem FC St. Pauli. Und so langsam reicht's mit Derbys. Wir hoffen alle sehr, dass der HSV aufsteigt, damit wir, haben wir letzte Saison gehofft, dass wir aufsteigen. Der HSV nicht, einfach damit es mal wieder eine Saison ohne Derbys gibt, weil die halt echt sehr aufreibend sind, sehr anstrengend. Und das ist natürlich geil, aber jetzt das 5. Jahr in Folge ist es auch irgendwann anstrengend. Ja, das in dem ersten Heimderby haben wir 0-4 verloren. Das war ganz furchtbar. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass das wieder so kommt. Ja. Es gab natürlich auch etliche Derbys unter Ausschluss der Öffentlichkeit jetzt in der Corona-Zeit. Auch nicht schön. So sind wir hingefahren. Und natürlich bleibt immer noch ein Fünkchen Hoffnung, weil es ist ja ein Derby, es fängt bei 0-0 an, es gibt da keinen Vorsprung für den Favoriten. Und bei Derbys ist es halt manchmal so, dass dann die Mannschaften extra motiviert sind oder eine Mannschaft ein bisschen doller extra motiviert ist als die anderen. Das war auch tatsächlich so. Also man hat von der ersten Minute an gespürt, dass der FC St. Pauli viel mehr Feuer im Arsch hat sozusagen und viel mehr gelaufen ist, viel, viel härter auch reingegangen ist und ja, war auch teilweise nicht schön. Es gab noch eine Rudelbildung irgendwann so. Aber eine der Schlüsselszenen war sicherlich die rote Karte gegen
einen HSV-Verteidiger, Herrn Schonlau, ich glaube, der war ja Kapitän sogar, der hat einen unserer Stürmer, Etienne Amenido war das, der, ich glaube, 28. Minute schon oder so, ist Amenido enteilt, war quasi allein ist allein aufs Tor zugelaufen und wurde verfolgt von zwei HSV-Verteidigern. Und der eine hat ihn halt im Strafraum, nicht im Strafraum, vor dem Strafraum mit dem Ellenbogen so auf den Rücken gedrückt und dadurch ist Amenido zu Fall gekommen. Und ja, das ist dann rote Karte, ne? Letzter Mann. Geht's gar nicht anders als rote Karte. Wenn man es als faul wertet und musste man da, glaube ich. Ja, wenn man gesagt hätte, das ist halt Derby, Härte, muss man hinnehmen, hätten wir wahrscheinlich auch in Kauf nehmen müssen. Es gab eine andere Szene mit Etienne Amenido, wo er in die Zange genommen ist und sich auch verletzt hat. Genau, und dann, nach dieser Verletzung kam es zur Rudelbildung, weil der Schiri nicht abgepfiffen hatte und die HSV-Spieler den Ball noch nicht rausschlagen wollten. Die haben halt weitergespielt und Amenido lag verletzt irgendwie ganz allein darum. Dann gab es eine Rudelbildung und tatsächlich hat der Schiri nicht mal sich die Zeit genommen, die Sannis zum Herrn Amenido zu schicken, damit er mal behandelt werden kann. Das war in der zweiten Halbzeit. Sehr spannend, genau. Also ab der 28. Minute hatten wir Überzahlspiel, 11 gegen 10. Und dadurch fühlte sich das tatsächlich so ein bisschen wie auf Augenhöhe an. Man spürte, dass die HSV-Spieler eine höhere Qualität haben. Die haben auch weiterhin Druck gemacht, also auch zu zehnt. Wollten die ihr Spiel durchziehen, haben einfach Dreierkette dann gespielt und war schon sehr spannend. Es gab sehr, sehr gute Chancen auf beiden Seiten. Und das 1:0 ist dann erst in der 60. Minute gefallen durch einen Eckball. Also gar nicht mal durch Überzahl ausspielen, sondern bei einem Eckball ist die Überzahl ja nicht so gravierend meistens, wie wenn man irgendwie einen Tempogegenstoß macht. Nee, so heißt es beim Handball. Ein Konter fährt oder ja, weiß ich nicht. Genau, und dann gab es ein sehr schönes Tor, wo wir unsere Überzahl ausgenutzt haben und ich glaube sogar noch einen Eckball, oder? Was war denn das letzte Tor noch? Herr Otto. Nee, das war kein Eckball. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie verschwimmen dann schon so die Erinnerungen. St. Pauli hat 3:0 gewonnen. Der höchste Derby-Sieg seit Uwe Seeler. Also vor 60 Jahren etwa gab es ein Derby Anfang der 60er, wo St. Pauli 4:1 gewonnen hat, also auch mit 3 Toren Unterschied. Und das eine Tor für den HSV hat tatsächlich Uwe Seeler geschossen. Deswegen kann man jetzt sagen, das war der höchste Derby-Sieg seit Uwe Seeler. Und ja, gut, dass der jetzt kürzlich verstorben ist. Ich hatte übrigens echt erwartet, dass es nochmal eine Schweigeminute gibt. Ich meine, es gab zwar Schweigeminuten genug für Uwe Seeler, aber jetzt bei seinem Hamburg-Derby hätte man das nochmal machen können. Der war ja auch sehr verbunden mit dem FC St. Pauli. Also das war ja eine Figur, die wirklich alle geeint und verbunden hat. Der Uwe Seeler war ein ganz toller Typ. Manchmal sagen wir euch Uwe, wenn die Hamburger, also die HSV-Fans uns Uwe sagen. Aber nichtsdestotrotz war der natürlich für alle gleichermaßen ein Vorbild und eine tolle Figur. Der wurde jetzt nicht nochmal extra geehrt. Ja, die Mannschaft wurde geehrt am Ende, also die St. Pauli-Mannschaft, das war wirklich ganz, ganz toll. Wahnsinniges Spiel, hat richtig viel Spaß gemacht und es gab leider einen Wermutstropfen und zwar einen relativ harten Polizeieinsatz. Dazu habe ich ein Video gesehen, da wurde mir zugespielt auf Twitter, wo ein sehr brutaler Einsatz gezeigt worden ist, wo Polizisten Gewalt anwenden gegen jemanden, der schon auf dem Boden liegt und fixiert ist. Das ist nicht schön. Man kennt natürlich die anderen Umstände drumherum nicht, aber ich habe noch einen Augenzeugenbericht gesehen von Tim. Tim vom Millanton war auch dabei, sozusagen, also stand daneben. hat zum Glück nichts abgekriegt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber der hat halt gesehen, was dort passiert ist und das ist schrecklich, was er beschreibt. Und leider muss man schon davon ausgehen, dass es wieder nicht korrekt aufgeklärt wird, weil Polizeigewalt wird halt in der Regel nicht aufgeklärt und das ist ein großes Problem, denn diese Menschen haben ja als Aufgabe die Rechtsordnung in Deutschland
sicherzustellen. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie man die Aufgabe der Polizei genau beschreibt, aber sicherlich ist es nicht ihre Aufgabe, irgendwie auszuticken und Leute zusammen zu prügeln. Kann man natürlich gibt es Leute, die sagen, trifft ja die Richtigen. Wenn da Ultras, ne, die auch keine Kinder von Traurigkeit sind, zusammengeschlagen werden. Das ist aber falsch. Also das geht so nicht. Wenn sich Ultras mit anderen Ultras prügeln, dann kann man das vielleicht sagen, aber nicht, wenn Polizisten Ultras verprügeln. Das geht einfach nicht, weil Polizisten haben sich gefälligst zu benehmen, an die Regeln zu halten. Weil wenn die das nicht tun, wer denn dann? Ne, die sollen sich halt um Leute kümmern, die sich nicht an die Regeln halten. Das geht aber nur, wenn sie es denn selber tun. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, dass sie immer wieder damit durchkommen, wenn sie da am Ausrasten sind und was weiß ich, was sie da ausleben. Genau. Es wäre natürlich ein großer Wunsch, dass das mal korrekt aufgeklärt wird, aber ich glaube nicht dran, dass irgendwie vergebene Liebesmühe darauf zu hoffen. Trotzdem ist es wichtig, darüber zu sprechen. Deswegen erzähle ich es ja auch, damit es einfach allen bewusst ist, dass alle gemeinsam hinschauen und das alle einfordern, auch wenn es nicht passieren wird. Ja, wäre schön gewesen, wenn der Verein da auch ein deutlicheres Wort gesprochen hätte, als es jetzt getan hat. Es gibt eine, also der FC St. Pauli hat eine Stellungnahme veröffentlicht, die so ein bisschen sehr Larifari ist, wo sie dann auch noch in der gleichen Stellungnahme auf das Verhalten der HSV-Fans eingeht, die da irgendwie eine Toilette demoliert haben. Was natürlich nicht schön ist, aber es hat irgendwie, hat das eine mit dem anderen auch alles nichts zu tun, was sie da reingeschrieben haben. Stimmt, die HSV-Fans haben sich noch beschwert, dass die Einlasssituation so schlecht gewesen sei, dass sie so lange hätten warten müssen und dass sie da so eingepfercht gewesen sind. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich albern, sich darüber zu beschweren, wenn man einmal als Auswärtsfan am Stadion hinter einer Müllverbrennungsanlage gewesen ist, also da im Volksparkstadion. Da ist man richtig eingepfercht. Es gibt ganz, ganz wenige Leute, die einen kontrollieren und dann ganz wenige Tore, die dann offen sind, wo man dann durchkommt. Das hat die letzten Jahre, wenn ich war bei zwei Auswärtsderbys dabei und das hat ewig gedauert, da durchzukommen. Da steht man auch ewig in zwischen diesen Gittern. Und beim ersten Mal, also vor 5 Jahren, fanden die HSV-Fans das dann ja noch ganz lustig, da Buttersäure zu verteilen. Das heißt, man stand sich nicht nur ewig die Beine in den Bauch und es war eng und irgendwie unangenehm, sondern es stank auch noch nach Buttersäure. Das ist ja der faule Eiergeruch. So, wenn man 90 Minuten im faule Eiergeruch steht, dann ist auch irgendwann mal echt scheiße. Richtig leid taten mir die Ordner und die Polizisten, die dann dort arbeiten mussten und dann da Buttersäuregeruch in der Nase hatten. Das war noch vor der Pandemie, deswegen hatte man noch nicht mal irgendwie Masken dabei, damit man sich irgendwie hätte schützen können. Ja, genau, liebe HSV-Fans, jammert nicht rum. Echt, also Einlasssituation kritisieren, gibt echt Wichtigeres bei so einem Derby als das. Ja, genau. So, genug zum Derby, oder? Also das war, wir hatten Glück, wir haben von den ganzen Krawallen vorher, ob es hinterher was gab, weiß ich gar nicht, haben wir nichts mitbekommen. Im Stadion selbst hat man natürlich die Pyro-Shows gesehen. Hat mir sehr gut gefallen, dass der FC, also die Ultras vom FC St. Pauli haben vor den jeweiligen Anstößen, also ja, halt vor der ersten und vor der zweiten Halbzeit, relativ eindrucksvolle Pyroshow gemacht, aber dann während des Spiels nur ganz wenig. Das fand ich sehr gut. Also da gab es vielleicht nur ein oder zwei Fackeln, die haben sie irgendwie vergessen, dann schnell angemacht oder so. Beim HSV und es nervt mich halt einfach, wenn das ganze Spiel über gezündelt wird und auch während des Spielverlaufs dann auf einmal alles wieder vernebelt ist und so. Das hatte mich auch vor 5 Jahren bei dem ersten Heimderby schon sehr genervt. Da waren beide Seiten daran beteiligt. Vor allem die St. Pauli-Fans hatten in der zweiten Halbzeit irgendwie Dauerfeuer an. Man hatte eh schon schlechte Laune, weil wir halt so schlecht gespielt haben damals vor 5 Jahren. Das war irgendwie alles doof. Heute, also dieses Mal ist für uns alles perfekt gelaufen. Wir haben 3-0 gewonnen. Unsere Pyroshow war schön, die vom HSV war halt nervig die ganze Zeit über und danach sind wir einfach nach Hause gegangen, heil nach Hause gekommen. Achso, vor dem Spiel waren wir übrigens noch im Brewdog. Das ist eine
Craft-Beer-Kneipe in den tanzenden Türmen, ganz am Anfang der Reeperbahn. Ich war ganz überrascht. Wir waren halt viel zu früh in der Stadt. Wir hatten um 3 Meile von der Schule abgeholt und sind dann gleich weitergefahren. Hätte sich also nicht gelohnt, irgendwie bis um 4 zu warten, bis Mareile aus der Schule dann mit dem Bus nach Hause gekommen wäre. Dann hätten wir irgendwie sofort losgemusst, weil wenn man Stehplätze hat, muss man ja reichlich zeitig im Stadion sein, um gute Plätze zu bekommen. Steff und ich haben Sitzplätze, das ist nicht so wichtig, aber ja, es ist halt immer ganz gut, wenn man ein bisschen deutlich früher da ist. Und deswegen sind wir dann gleich um 3 in die Stadt gefahren, waren dann viel zu früh dort und hatten noch Zeit, einen kleinen Happen zu essen, ein paar Pommes und ein Bierchen trinken und dann sind wir von da aus weiter ins Stadion. Das war sehr, sehr schön. Genau, das Wochenende ging auch schön weiter für mich. Am Samstag bin ich noch ganz selig vom Derby-Sieg zu den Messehallen getorkelt. Da war nämlich die Fotopia, eine Fotografiemesse. Und Adobe, mein Arbeitgeber, war dort sogar Aussteller und Sponsor. Und das war ganz cool. Also das hat echt was gemacht da mal. Da sind 2 Messehallen voll gewesen mit Ausstellern. Natürlich alle großen Kamerahersteller. Nee, wobei nicht alle. Ich habe einen Arbeitskollegen getroffen, Tom. Der hat gesagt, ja Mist, mein Hersteller ist gar nicht hier. Er hat nämlich eine Pentax-Kamera. Die sind jetzt auch... Pentax? Ja. Kommen wir durcheinander. Es gibt... Nee, Pentax ist, glaube ich, richtig. Ja, egal. Also Fuji war da, Sony, Nikon, Canon und ach, alle Großen, die man da so kennt und alle haben irgendwie alles gezeigt, was sie irgendwie hatten. Das war ganz lustig. In den Messehallen waren lauter Container. Es war sehr Hamburger Hafen maritimmäßig und die Hersteller hatten dann alle auch so eine Aussichtsplattform oben auf dem 2. Container drauf, wo man dann so mit so Bautreppen hochgehen konnte. Und da waren dann die Teleobjektive. Da konnte man sich halt auch noch alle Teleobjektive ausprobieren. Ganz lustig. Es gab sehr viele Foto-Opportunities, also Möglichkeiten, Dinge zu fotografieren, Leute zu fotografieren, Porträtshoots zu machen. Es gab ganz viele so Breakdancer oder Fahrradkünstler, so ein BMX-Radkünstler und es gab ein Basketballspiel. Also es wurde irgendwie die ganze Zeit Basketball gespielt und da konnte man halt überall Fotos machen, genau, Kameras ausprobieren. Teilweise haben die Kamerahersteller da was organisiert. Ich glaube, teilweise war es auch von der Messe. Und ja, wurde halt ganz viel Technik gezeigt, ganz viel Kreatives ausprobiert und es war ganz cool. Am besten gefallen hat mir eigentlich Chromeland. Chrome mit K. KH, glaube ich. KHROME ist ein Analogkameraladen in Hamburg und die hatten einen ziemlich großen Stand, eben das Chromeland. Und da waren so lauter verschiedene Sachen drin. Am längsten aufgehalten habe ich mich bei 2 Jungs aus Finnland. Jetzt habe ich vergessen, wie die heißen. Ich wollte es eigentlich sagen. Camera Rescue, genau, mit K. CameraRescue.org oder so. Kann man mal googeln. Die kaufen halt alte gebrauchte Kameras auf, testen sie und machen sie wieder sauber und pflegen sie und verkaufen sie dann weiter als Schätze. Und um zu zeigen, dass sie das gut können, haben sie eben eins ihrer Testgeräte mitgebracht. Und dann kam ich da vorbei und ich hatte ja sowieso meinen ganzen Kamera, also mein Nikon-Fuhrpark hatte ich dabei. Ich habe ja eine digitale Nikon Z6. Und dann hatte ich noch meine nagelneue Nikon 35 Ti, diese Point-and-Shoot-Kamera. Und meine Nikon FM3A hatte ich alles dabei, weil ich eben auch wusste, es geht da auch um Analogfotografie. Und ja, sollen wir die eben testen? Wollten sie dann auch gleich kaufen? Habe ich gesagt, nee, das sind meine, die verkaufe ich nicht. Habe ich lang genug für gesucht, um genau diese Angebote zu finden. Ja, und dann haben sie die durchgetestet und mir bestätigt, dass alle, also bei so älteren Analogkameras, und ja, diese beiden sind natürlich gar nicht so alt. Ne? Deswegen hatte ich schon gehofft, dass die noch okay sind, aber gerade bei älteren Analogkameras sind die Belichtungszeiten manchmal nicht mehr so ganz genau. Das ist ja größtenteils mechanisch, dass dann die, wenn man eine 200stel Sekunde belichten will, dass dann genau so lange eben der Vorhang aufgeht. Das funktioniert halt alles, also in meinen Kameras. Warte mal, bei der 35 Ti weiß ich das gar nicht.
Aber bei der FM3A ist das so. Da sind zwar Batterien drin, die sind aber nur für den Belichtungsmesser und für die Zeitautomatik. Aber die ganze Auslösung funktioniert mechanisch. Und ja, das kann sich halt irgendwann mal vergriesknaddeln oder nicht mehr ganz so zeitgenau laufen. Das müssen wir ziehen. Also innerhalb einer relativ geringen Spanne muss sich das dann alles abspielen, damit man ein Bild eben auch korrekt belichten kann. Ja, das haben sie alles durchgetestet und mir noch die Linse geputzt. Ich hatte auf der FM3A hatte ich ein 85mm Objektiv drauf und das war ein bisschen staubig und dann habe ich gefragt, wie soll ich das denn putzen? Ja, ich kann das wirklich putzen. Und dann hat er mir das Objektiv sauber gemacht. Sehr professionell alles. Das war sehr, sehr nett. Ja, genau. Und ansonsten gab es dann noch so lauter anderen analogen Spielkram. Eben Belichtungsmesser zum auf die Kamera draufstecken oder Filme oder Dinge zum Filme entwickeln und sowas alles. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Die ganze Digitalkamera-Geschichte hat mich gar nicht so sehr gereizt. Also was ich zwar interessant fand, war so das ganze Blitz-Setup, was sie da hatten, weil Blitzen doch mal. Also da gibt es einfach viel zu viel, was ich noch nicht kenne und kann. Aber bei den Kameraherstellern, das meiste kennt man dann ja doch. So, also hat man vielleicht auch im Kameraladen schon mal sich angeguckt oder die ganzen Werte von den Kameras kann man ja auch im Internet nachlesen und so. Da war jetzt nichts dabei, was mich wirklich überrascht hat. Das Einzige, was Spaß gemacht hat, ich war auch mit einem Arbeitskollegen da, mit Andreas, und er interessiert sich für eine Fuji-Kamera und hätte ganz gerne die X100V. Die gibt's aber gerade nicht von Fuji. Die ist gerade ausverkauft und schwer lieferbar und kommt man nicht ran. Dann habe ich gesagt, guck dir doch mal die XE4 an. Die ist, glaube ich, relativ ähnlich. Und dann hatten wir die halt tatsächlich nebeneinander da am Stand in der Hand. Und wenn man auf die XE4, das ist eine Kamera mit Wechselobjektiv, das richtige Objektiv drauf macht, dann ist das auch von der Größe her kein Unterschied. Und das war ganz interessant, das mal so in der Hand zu haben und zu fühlen. Genau. Christian, mein Musikkollege, der hat ja eine X100V Fuji-Kamera und ist damit sehr, sehr glücklich und fotografiert damit sehr viel. Er hat sich bewusst gegen die XE4 entschieden, weil die nicht wetterdicht ist, also regendicht. Und manchmal fotografiert er halt auch im Regen. Ja. Nee, das hat sehr viel Spaß gemacht, da mal so ein bisschen die Nase in den Wind zu halten, zu gucken, was machen denn die anderen so. Es gab auch eine Konferenz, ich hatte sogar ein Ticket für die Konferenz mir gekauft, über die Firma mir kaufen lassen. Und da waren halt so zwei Bühnen noch aufgebaut. War ganz witzig, damit man da nicht mit Lautsprechern arbeiten muss, haben halt alle einfach einen Kopfhörer bekommen, die dann da im Publikum saßen und sich die Vorträge angehört haben. Und da habe ich einen Vortrag gesehen, Uli Kunz hieß er, glaube ich. Ein Naturfotograf, der auch Geo und sowas irgendwie schon gemacht hat. Und immer ganz viel tauchen geht. Also der taucht in Unterwasserhöhlen und macht da Riesenexkursionen und da waren ganz, ganz tolle Bilder, die er gezeigt hat, aber es war halt auch total spannend, was der für eine Technik dabei hat. Also Unterwasserkameras ist das eine, aber Licht ist nochmal das andere. Also wenn man in der Unterwasserhöhle ist, braucht man halt Licht. So, und wenn man dann archäologisch unterwegs ist, will man natürlich genau dokumentieren, braucht man anderes Licht, als wenn man vielleicht so ein bisschen Reportage oder künstlerisch sogar unterwegs ist, dann soll es halt schön aussehen und nicht alles perfekt ausgeleuchtet sein. Und da hat er wahnsinnig viel Technik mitgehabt, als er da in den Höhlen unterwegs war. Ja. Nee, das war ganz cool. Und da habe ich noch einen Vortrag gesehen vom Kurator des Hauses der Fotografie. Das ist in den Deichtorhallen in Hamburg eine Fotoausstellung, die gerade aufwendig renoviert wird, aber der hat halt über das Kuratieren gesprochen und wie man eigentlich so eine Ausstellung zusammenstellt. Also wenn man eine Ausstellung plant, fängt das ja schon an, dass man überhaupt erstmal guckt oder überhaupt erstmal auf die Idee kommt, was will ich überhaupt ausstellen, wen will ich ausstellen und wie. Und dann hängt es natürlich ganz stark davon ab, wie die Halle gestaltet ist und wie man dann quasi die einzelnen Bilder, Fotos oder andere Objekte dann eben ja den Besuchern der Galerie, das der Ausstellung dann präsentiert. Das war auch ganz interessant. Genau, das hat Spaß gemacht. Fotopia gehe ich nächstes Jahr, glaube ich, wieder hin. Also, oder ich weiß nicht, ob das jetzt jedes Jahr stattfindet oder
alle 2 Jahre. Es ersetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Fotokina, das war ja eine Fotografiemesse in Köln bis 2018 oder so. Und ich bin 2019 ins Lightroom-Team gekommen, da war ich schon ein bisschen traurig, dass ich nie auf der Fotokina war. Aber wenn es jetzt die Fotopia gibt, dann und die auch noch in Hamburg ist und nicht in Köln, das ist doch viel praktischer für mich. Ja, nee, das hat Spaß gemacht. Genau. Das war der Samstag und am Sonntag haben wir auch noch was Schönes unternommen. Und zwar war das Skys Konfirmationsgeschenk. Wir sind am Abend nach Hamburg gefahren, schon wieder. 3 Tage hintereinander in Hamburg gewesen. Zu Hamilton, das ist ein Musical, ein neues Musical in Hamburg. Das Musical gibt es seit 7 Jahren, glaube ich. Kommt natürlich vom Broadway, wie so vieles. Und hat in den USA mega Erfolg gehabt. Also das, falls ihr es noch nicht kennt, auf Disney Plus gibt es eine Aufzeichnung, die man sich angucken kann. Und es handelt von Alexander Hamilton, überraschenderweise, wenn es schon so heißt, der einer der Gründerväter der USA war. Also der hat mitgeschrieben an der Verfassung. Der war der erste Finanzminister und ja, war halt viel in die politische Bildung des Staates der USA ja, verwickelt, war auch dann mit im Krieg beteiligt, also hat da irgendwie ein Bataillon bekommen und so. Genau, und da gibt es ein Musical dazu. Es ist sehr interessant, weil es ganz anders ist als viele andere aktuelle Musicals, die so passieren. Also bei vielen Musicals geht es halt ganz stark um die Kostüme, um die Bühnenbilder. Da werden aufwendigste Bühnen gebaut teilweise. Da, ja, König der Löwen ist natürlich auch die ganzen Tiere, die da gebastelt sind. Also die Kostüme, die man, also dass dann Tiere rumlaufen oder, ach, ich finde, König der Löwen ist auch toll. Das habe ich auch 2-mal, glaube ich, sogar gesehen und das ist fantastisch, da drin zu sitzen. Die Musik ist beim König der Löwen ja sehr poppig auch. Wer hat die denn noch geschrieben? Irgendein berühmter Popmusiker hat die doch geschrieben. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. So, und Hamilton ist halt ganz anders. Ist halt eine Holzbühne. In der Mitte gibt es so eine Drehplatte, wo man sich draufstellen kann. Und es gibt eine Holzveranda. Und es gibt irgendwie eine Treppe, die man hoch und runter klappen kann und eine andere Treppe, die man so rumfahren kann. Und das war's. Also mehr bewegliche Bühne oder aufwendige Bühne gibt's nicht. Das Stück ist 3 Stunden lang. Es ist ziemlich lang, also zieht sich schon. Aber es lebt komplett von den Songs. Das ist Rap im Wesentlichen. Also es gibt ein paar Elemente Pop, es gibt ein paar schöne Melodien und so, aber ein Großteil des Musicals wird gerappt. Es ist ja auch viel Stoff. Also es wird halt wirklich sehr, sehr viel Geschichte vermittelt. Es wird natürlich auch ein bisschen dazu gedichtet. Dinge, die man nicht ganz so genau weiß, werden dann irgendwie ausgeschmückt und so weiter. Aber es macht einen Heidenspaß. So, und auf Englisch hat es schon einen ganzen Haufen Preise gewonnen, inklusive dem Pulitzer-Preis übrigens, so ein Journalismuspreis. Und ja, da war natürlich die Frage, wie funktioniert denn das auf Deutsch? Gerade wenn da so viel gerappt wird. Es gibt ja auch deutschen Rap, natürlich, so, aber wir waren so ein bisschen skeptisch. Sky hört das Musical auf Spotify rauf und runter, hat es auch schon öfter mal sich angeguckt und kennt die Texte teilweise auswendig. Und ja, ich hatte aber im Vorfeld dann schon gelesen, also die Uraufführung war schon irgendwie vor 2 Wochen oder so. Das soll ganz gut funktionieren, hatte ich gelesen. Und es wurden ganz viele Zitate eingebaut von deutschen Rap-Songs. Die habe ich natürlich alle nicht erkannt, bis auf eins. Ja oder nein? Ich meine, jein. Okay, das hätte wahrscheinlich jeder erkannt, der da drin saß und nicht komplett hinterm Stern lebt. Also jein von Fettes Brot wurde zitiert und noch ein ganzer weiterer Schwung deutsche Rap-Songs, die ich dann eben nicht erkannt habe. Was soll ich sagen? Es funktioniert ganz fantastisch auf Deutsch. Ist die Frage, ob es in Deutschland funktioniert. Das war dann auch die Frage, die bei Zeit Online im Artikel gestellt worden ist. Der Saal war nicht ausverkauft. Das war schon mal interessant, weil die meisten anderen Musicals, die ich besucht habe, waren immer ausverkauft.
Und ja gut, es ist auch recht teuer. Wahrscheinlich, wenn es 3 Stunden dauert, muss es auch teuer sein. Die Karten gehen los, glaube ich, bei 60 Euro oder so. Wir hatten so Karten für 80, 90 Euro, irgendwie sowas. Und ja, also nach oben ist da keine Ahnung, was dann die Plätze in der ersten Reihe kosten. Aber das muss man sich schon leisten können. Das ist auch natürlich wieder, sind wir wieder beim Thema privilegiert sein, dass man sich sowas leisten kann, dann auch noch zu viert. War jetzt halt mal ein Geschenk zur Konfirmation. Da macht man das dann mal. Ansonsten ist es jetzt nicht so, dass wir da jedes Wochenende sowas für irgendwie ein paar hundert Euro machen. Ja. Nee, es lohnt sich total. Wenn man sich das irgendwie leisten kann, dann macht das richtig viel Spaß. Es hat keinerlei Längen, wo man sich langweilt. Also ich saß die ganze Zeit komplett gebannt da, schon beim ersten Song. Es geht auch sehr eindrucksvoll los. Da hat es mich halt sofort gekriegt. Ich habe sofort Gänsehaut gehabt und Tränchen in den Augen. Und ja, das war grandios. Tolle Besetzung. Die Schauspieler kenne ich natürlich alle nicht. Einer hieß Red Child, das weiß ich noch. Den fand ich auch ziemlich gut. So, der hat Madison gespielt. Ich glaube, der hatte sogar eine Doppelbesetzung, ich weiß es nicht. Einige Schauspieler spielen dann immer zwei Rollen. Der Sohn von Alexander Hamilton, Philip, wird von jemandem gespielt, der vorher schon stirbt, und dann kann er beide Rollen ausfüllen. Sehr geil. Nee, Hamilton ist mega besetzt, richtig toller Schauspieler, kann ganz, ganz toll singen. Der König Charles III. Kommt ja vor, hat eine extrem lustige Rolle. Mit einem furchtbaren Ohrwurmlied, You'll Be Back, heißt es auf Englisch, und ist mega witzig und richtig toll. Also er kommt 2 oder 3 Mal vor, der König, und das war ein absoluter Highlight von der ganzen Show. Macht richtig Spaß. Der Einzige, der ein bisschen anstrengend ist, ist Burr. Aaron Burr ist erst ein Freund und, glaube ich, spoiler nicht, wenn ich sage, dass er am Ende den Hamilton erschießt im Duell. Das sagt er nämlich selber auch in der ersten Szene. Also im ersten Lied stellt er sich so vor, ich bin Aaron Burr und ich bin sein Freund und am Ende erschieße ich ihn. Das gibt also auch keine Überraschung. Ich meine, es ist amerikanische Geschichte. Jeder kann ja vorher schon nachlesen, was da passiert. Ja, es ist sehr tragisch natürlich auch und sehr auch mitreißend, wie es gespielt wird. Nee, aber Aaron Burr ist ein toller Schauspieler und er singt auch gut. Leider hat er also lispelt ein bisschen. Ich glaube, er ist kein, also es waren wenig deutsche Muttersprachler auf der Bühne. Dafür haben sie alle sehr gutes Deutsch gesungen und gerappt und also in der Geschwindigkeit, ich kann halt überhaupt nicht rappen. Und die haben das alle sehr, sehr gut gemacht. Nur bei ihm, da fällt es halt auf, dass die Zunge halt öfter vorne anstößt, als sie es muss. Und das ist so ein bisschen, lenkt halt ab so ein bisschen. Und das ist schade. Also es klingt überhaupt nicht schlimm und man gewöhnt sich dann auch irgendwann dran, aber die ersten paar Minuten, wenn er dann singt und so ein bisschen lispelt, ist das so, na, weiß nicht. Hätte man vielleicht doch anders besetzen können. Oder, weiß nicht, noch ein bisschen Logopädie machen oder ich weiß es nicht. Ja, Deutschkurs ohne Lispeln. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Wär der einzige Kritikpunkt an der ganzen Show, ehrlich gesagt. Ansonsten auch die Frauen, die Skylar Sisters, mega toll besetzt. Angelica, wow. Hammer Stimme, Hammer Frau. Das macht richtig Laune. Eliza auch ganz, ganz toll. Ja, Peggy kommt nur ganz kurz vor. Und ja, also das war ja der Sonntagabend, 19 Uhr Vorstellung waren wir drin. Und dann gab es noch eine Pause zwischendurch, 20 Minuten. Dann waren wir also um Viertel nach, 20 nach 10 waren wir dann da raus. Hatten erst gedacht, vielleicht geht es ja noch ein bisschen länger. Wer weiß schon, wie lange die Pause ist. Vielleicht gibt es ja auch 2 Pausen. Hatten schon eine Flasche Sekt eingepackt, falls wir dann dort in unseren Geburtstag reinfeiern oder
am Auto dann. Also unser Auto hatten wir wieder bei Blum und Voss geparkt, da wo wir immer parken, auch wenn wir ins Stadion gehen oder wenn ich zur Arbeit fahre. Das ist halt echt ganz praktisch für uns, vor dem Elbtunnel von der Autobahn runterzufahren, Waltershof und dann eben schnell über die Kühlbrandbrücke und schon ist man bei Blum und Voss, kann dort durch den alten Elbtunnel durchlatschen, ist dann gleich da, wo man hin muss. Also das Stadion ist von da eine Viertelstunde zu Fuß. Das Musical läuft im Operettenhaus, das ist ja auch da an der Reeperbahn. Das ist noch näher dran als das Stadion und mein Büro ist ja auch da am Fischmarkt. Eine etwas andere Richtung als zum Stadion muss man einfach geradeaus hoch und zum Fischmarkt muss man links, wenn man aus dem alten Elbtunnel rauskommt. Ja. Aber wir waren dann schon um 11 oder so im Auto und dann jetzt noch eine Stunde da rumstehen, nur dass man dann da anstoßen kann, wollten wir dann auch nicht. Oder wir waren schon vor 11 sogar da, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Nee, das war ein sehr schöner Abend. Als wir dann hier waren, war es dann auch bald 12 und dann haben wir uns hier zum Geburtstag gratuliert und Geschenke geöffnet und war so ein bisschen wie Silvester, ne? Da wartet man halt auf 12 Uhr. Stößt dann an mit dem Sekt und ach ja, das war schön. Genau, und dann war es das mit dem Geburtstag. Ah nee, war es natürlich nicht. Also dann hatten wir Geburtstag. Gestern am Montag haben wir dann Geburtstag gefeiert. Das haben wir aber im ganz kleinen Kreise und ja, so wie immer mit meiner Mama, meinen Schwiegereltern, mein Schwager, meine Schwägerin mit ihren beiden Kindern, Margret, unsere beste Freundin hier aus Tostedt und Christian hatte keine Zeit. So, das war's auch schon. Die Nachbarn sind dann irgendwann noch gekommen, David, mit Familie. Und genau, ich habe eine Kürbissuppe gemacht. Die habe ich natürlich schon am Sonntag gemacht, damit die gut durchziehen kann. Und ich habe zum ersten Mal eine Kürbissuppe gemacht, die vegan war. Normalerweise tue ich Sahne ran. Ist ja gar nicht nötig. Man kann dann Kokosmilch rantun. Und ich hatte nochmal gegoogelt nach veganen Kürbissuppenrezepten, weil einige Gäste waren halt vegan oder ernähren sich am liebsten vegan, nur ungern vegetarisch. Und habe ich halt mal geguckt, vegane Kürbissuppe sollte ja kein Problem sein und ist auch wirklich kein Problem, aber das Rezept, das ich da gesehen hatte, hat vorgesehen, dass die, also normalerweise, wenn ich Kürbissuppe mache, dann schneide ich den Kürbis, also ich wasche mit Hokkaido-Kürbis am liebsten, weil den muss man nicht schälen. Hatte ich jetzt auch und dann schneide ich den eigentlich in kleine Würfel und brate ihn an. Also Zwiebeln anbraten und dann Kürbis anbraten. Süßkartoffel hatte ich jetzt auch noch mit drin. Aber dieses Rezept sieht dann vor, dass der Kürbis und die Süßkartoffel nicht angebraten wird, sondern dass das vorher im Ofen geröstet wird. Das fand ich eine gute Idee. Also einfach dann in so Schiffchen oder irgendwie den Kürbis in den Ofen. Die Süßkartoffel muss man so mit der Gabel einpieksen oder mit dem Messer, damit der Dampf da raus kann. Und dann einfach 40 Minuten oder so bei 200 Grad im Backofen. Dann ist der Kürbis nämlich erstens schon mal weich. Der muss dann gar nicht mehr so lange gekocht werden. Also gar nicht mehr, so ungefähr. Und zweitens kriegt er halt so ganz tolle Röstaromen. Also ein bisschen Olivenöl noch drüber tröpfeln beim Rösten. Und das war extrem lecker. Also wirklich toll. Gerösteter Kürbis und geröstete Süßkartoffel und das dann zu einer Suppe verarbeiten. Mit natürlich noch ein paar Gewürzen. Ingwer reingerieben. Was war da noch dran? Pfeffer natürlich. Bisschen Chili. Muskatnuss habe ich ein bisschen reingemacht und Salz und Pfeffer. Pfeffer hatte ich schon gesagt, aber Pfeffer gehört viel rein. Genau. Kokosmilch. Genau, und dann hatte ich beim Servieren stellen wir immer noch Kürbiskernöl dazu und Creme Légère, Creme Vega hat man natürlich dahingestellt. Und ja, die ist alle geworden. Ich habe irgendwie drei große Kürbisse gehabt und drei Süßkartoffeln. Das war ein 10-Liter-Topf, der war fast voll. Und wie viel waren wir denn? 8, 9, 10. 10 Leute? 12 Leute? Ja, 12, genau.
Und wir sind alle satt geworden. Ich habe noch zwei Brote gebacken dazu. Die Brote sind, da ist ein halbes Brot übergeblieben. Aber die Suppe ist fast leer geworden. Da war nur noch ein kleiner Klecks über. Und ein halbes Brot haben wir überhalten. Hat sehr gut gepasst und sehr gut geschmeckt. Also das hat richtig Spaß gemacht. Ja, dann habe ich abends noch mit David ganz lange zusammengesessen und Bier getrunken. Und David hat mir eine Flasche, oder die Familie Lieske hat mir eine Flasche Heidegeist zum Geburtstag geschenkt. Da habe ich gegrinst, die Flasche weggestellt und die andere rausgeholt, die sie mir letztes Jahr geschenkt haben. Oder vorletztes Jahr hatten sie mir auch schon Heidegeist geschenkt. Das ist so ein Kräuterschnaps hier aus der Nordheide, also aus der Region. Der ist ziemlich lecker tatsächlich. Also der schmeckt halt sehr kräuterig und hat irgendwie 38% oder 42%, keine Ahnung was, Schnaps. Und ich trinke sowas aber nicht. Also es ist ganz selten mal, dass ich Schnaps trinke. Also Whisky trinke ich ja ab und zu mal ein Gläschen so zum Genießen. Aber die Whiskyflaschen, die ich habe, die werden auch nicht leer. Also das hält sich immer ewig, wenn ich eine Whiskyflasche aufmache. Und Heidegeist trinke ich halt, ja, auf so einer Feier. So, und dann die erste Heidegeistflasche, die sie mir geschenkt hatten, die hatte ich ja noch auf vom letzten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wann sie mir die geschickt hat. Vielleicht letztes Jahr. Kann auch schon länger her sein. War halt angebrochen, war genauso viel raus, wie wir beim ersten Mal gesoffen hatten. So, und jetzt habe ich die halt wieder rausgeholt und musste da mal ein bisschen was weggetrunken werden. Deswegen waren wir dann am Ende auch ganz schön angeschickert. Ich bin froh, dass ich Urlaub habe. Und denn heute Morgen hätte ich, glaube ich, nicht so gut arbeiten können. Da war mir noch so ein bisschen schwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, dann schwindelig. So. Auch mal fettes Brot zitiert. Gut. Ja, nee, das war dann so der Geburtstag. Alles in allem ein sehr, sehr schönes, langes Wochenende. Mit dem Montag noch dazu gezählt. Sehr harmonisch. Derby-Sieg, Fotopia, Hamilton. Ja, drumherum natürlich dann auch noch viel kochen und machen und putzen und vorbereiten und so, wenn man Gäste bekommt, 12 Leute. Ist zwar der kleine Kreis hier, aber es sind ja doch eine ganze Menge Leute und dann muss man ja irgendwie vorbereitet sein. Einkaufen, hast du nicht gesehen, also Brot backen. Gehörte alles mit dazu, es lief alles irgendwie. Es war keine Hektik, kein Stress, alles war schön. Genau, mit der Hektik und dem Stress haben wir erst heute angefangen. Jetzt, wo die Feierei zu Ende ist. Nein, auch keine Hektik und kein Stress, aber wir haben so einen Hauswirtschaftsraum, wo unsere Heizung drin ist und unser Gefrierschrank drin steht und die Waschmaschine. Trockner haben wir nicht, brauchen wir nicht. Wir haben Wäschetrockner. Also wir haben ja so, also, wie heißt denn das? So Wäscheleine auf einem Gestell heißt Wäschetrockner, oder? Nee, Wäschetrockner heißt auch das Gerät. Wäscheständer heißt das. Ja, so heißt es. Das fehlt mir das Wort. Genau. Wir haben zwei Wäscheständer, das reicht. Und im Sommer haben wir noch eine Wäschespinne draußen im Garten. Wir trocknen unsere Wäsche also schon lange mit ohne Strom. Genau, kann ich nur empfehlen bei den aktuellen Strompreisen, aber haben wir halt auch schon vorher gemacht. Ja, das ist so unser HW-Raum. Und da ist dann eben auch, ja, also wir haben ja diesen großen Solartank, weil wir mit Wärme von der Sonne heizen und Warmwasser zubereiten. Das ist so ein, weiß ich nicht, wie viel Liter hat er? 800 Liter oder so? Ist ein Riesending. 2,20 Meter hoch und sehr viel Durchmesser. So eine große Tonne steht da. Passt durch keine Tür. Wurde, glaube ich, erst hier drinnen zusammengebaut oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Krasses Gerät, genau. So. Und dann sind da noch so ein paar Regale und eine alte Kommode und so. Und dieser Raum nervt natürlich, weil es ist auch der Durchgangsraum zu Steffs Zimmer. Also es ist nicht, da schläft sie nicht, sondern da hat sie ihren Schreibtisch und ihren Lesesessel und das ist so ihr Reich da hinten. Und da muss man halt immer durch den HW-Raum durch, um dahin zu kommen. Und deswegen, ja, ist das ein bisschen ätzend, wenn der Raum so zuwächst. Dann steckt man hier noch was ins Regal und da noch was. Also wir sind jetzt nicht unbedingt Messies, aber dieser Raum, der wuchert immer so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie ein Dachboden. Nur, dass man nicht auf den Dachboden muss, sondern einfach da alles lagern kann.
Natürlich gibt es auch gut aufgeräumte Dachböden, will ich ja gar nicht behaupten, dass es nicht geht, aber auch unser Dachboden ist natürlich sehr vollgerummelt mit allem möglichen Kram. Und der Schuppen auch. So, es gibt so ein paar Ecken im Haus, die kann man ab und zu mal aufräumen. Genau, und heute haben wir uns den HW-Raum vorgenommen, einmal alles komplett leer geräumt, die Regale abgebaut, da war auch noch so ein bisschen ungünstiges altes Holzregal, was wir, weiß gar nicht, wo das herkommt. Also war definitiv schon da, bevor wir zusammengezogen sind. Glaube ich. Ja, so ein altes Holzregal, irgendwie 50x50. Und so ein bisschen unpraktisch halt von der Aufteilung her. Genau, wenn ich heute zum Baumarkt gefahren habe, ein Metallregal geholt, zumal das in einem Raum ist, wo eh eigentlich keine brennbaren Sachen rumstehen sollen. Und jetzt haben wir da ein schöneres, größeres, luftigeres Regal mit mehr Platz und können alles ein bisschen aufräumen. Das haben wir heute so gemacht. Ja. Aus dem langweiligen Leben eines Tobi Bayer. Genau, aber es kann ja nicht immer nur Tempo 180, Derby-Sieg, Fotopia und Hamilton sein. Gehört auch mal so ein Tag dazu. Ist ja Urlaub. Nee, hey, heute ist hier Podcast-Geburtstag. Ist eigentlich auch ein Feiertag. Für euch, für uns alle. In diesem Sinne, ich lese euch jetzt was vor. Und das mache ich schon seit 12 Jahren so. Ist das nicht abgefahren? Wir sind beim Herrn Rilke. Rainer Maria Rilke. In der Gesamtausgabe bei Location 1684, 24% sind durch, in der 7. Elegie. Vielen Dank nochmal an Bettina, die mir das mit die Merkhilfe mit der Melodie gegeben hat. Elegie mit Melodie. Da kam auch was zum Geburtstag. Ach ja, und irgendwann treffen wir uns nochmal, weil die Macht Führung durch das, durch die KZ-Gedenkstelle in Dachau. Habe ich richtig Lust zu, muss ich irgendwann mal hin. Oder machte, ich weiß es gar nicht mehr. Schöne Grüße. Genau, Elegie. Ich denke, in jeder Episode denke ich an dich. Genau, da sind wir. Rainer Maria Rilke. Jede dumpfe Umkehr der Welt hat solche Enterbte, denen das Frühere nicht und noch nicht das Nächste gehört. Denn auch das Nächste ist weit für die Menschen, uns soll dies nicht verwirren, es stärke in uns die Bewahrung der noch nicht erkannten Gestalt. Dies stand einmal unter Menschen, mitten im Schicksal stand's, im Vernichtenden, mitten im Nichtwissen, wohin es, wohin stand es, wie seiend und bog Sterne zu sich aus gesicherten Himmeln, Engel. Dir noch zeige ich es, da, in deinem Anschauen, steht es gerettet zuletzt nun endlich aufrecht. Säulen, Pylone, der Sphinx, das strebende Stemmen, grau aus Vergehen der Stadt oder aus Fremder des Doms. Bis dahin, 516 als Notiz. Und ich greife zu meinem schönen roten Buch. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 2. Band. Wir sind auf Seite B769 in der transzendentalen Methodenlehre, Abschnitt Disziplin im polemischen Gebrauche. Augen zu und zugehört. Ein solcher Missverstand kann aber nicht vorgewandt und dadurch der Streit der Vernunft belegt werden, wenn etwa theistisch behauptet würde, es ist ein höchstes Wesen und dagegen atheistisch, es ist kein höchstes Wesen. Oder in der Psychologie, alles, was denkt, ist von absoluter beharrlicher Einheit und also von aller vergänglichen materiellen Einheit unterschieden, welchem ein anderer entgegensetzte, die Seele ist nicht immaterielle Einheit und kann von der Vergänglichkeit nicht ausgenommen werden. Denn der Gegenstand der Frage ist hier von allem Fremdartigen, das seiner Natur widerspricht, frei und der Verstand hat es nur mit Sachen an sich selbst und nicht
mit Erscheinungen zu tun. Es würde also hier freilich ein wahrer Widerstreit anzutreffen sein, wenn nur die reine Vernunft auf der verneinenden Seite etwas zu sagen hätte, was dem Grunde einer Behauptung nahe käme, denn was die Kritik der Beweisgründe des dogmatisch Bejahenden betrifft, die kann man ihm sehr wohl einräumen, ohne darum diese Sätze aufzugeben, die doch wenigstens das Interesse der Vernunft für sich haben, darauf sich der Gegner gar nicht berufen kann. Ich bin zwar nicht der Meinung, welche vortreffliche und nachdenkende Männer, zum Beispiel Sulzer, so oft geäußert haben. So, Sulzer ist ein Name wahrscheinlich. Ich dachte, jemand herumsulzt. Da sie die Schwäche der bisherigen Beweise fühlten, dass man hoffen könne, man werde dereinst noch evidente Demonstrationen der zween Kardinalsätze unserer reinen Vernunft, es ist ein Gott, es ist ein künftiges Leben, erfinden. Vielmehr bin ich gewiss, dass dieses niemals geschehen werde, denn wo will die Vernunft den Grund zu solchen synthetischen Behauptungen, die sich nicht auf Gegenstände der Erfahrung und deren innere Möglichkeiten beziehen, hernehmen. Aber es ist auch apodiktisch gewiss, dass niemals irgendein Mensch auftreten werde, der das Gegenteil mit dem mindesten Scheine, geschweige dogmatisch behaupten könne. Denn weil er dieses doch bloß durch reine Vernunft dartun könnte, so müsste es doch unternehmen zu beweisen, dass ein höchstes Wesen, dass das in uns denkende Subjekt als reine Intelligenz unmöglich sei. Wo will er aber die Kenntnisse hernehmen, die ihn von Dingen über alle mögliche Erfahrungen hinaus so synthetisch zu urteilen berechtigten? Wir können also darüber ganz unbekümmert sein, dass uns jemand das Gegenteil einstens beweisen werde, dass wir darum eben nicht nötig haben, auf schulgerechte Beweise zu sinnen, sondern immerhin diejenigen Sätze annehmen können, welche mit dem spekulativen Interesse unserer Vernunft im empirischen Gebrauche ganz wohl zusammenhängen und über dem es mit dem praktischen Interesse zu vereinen die einzigen Mittel sind. Für den Gegner, der hier nicht bloß als Kritiker betrachtet werden muss, haben wir uns non liquid in Bereitschaft, welches ihn unfehlbar verwirren muss, indessen, dass wir die Retorsion desselben auf uns nicht weigern, indem wir die subjektive Maxime der Vernunft beständig im Rückhalte haben, die dem Gegner notwendig fehlt und unter deren Schutz wir alle seine Luftstreiche mit Ruhe und Gleichgültigkeit ansehen können. Bis dahin vielleicht. Ein bisschen hänge ich, glaube ich, doch noch durch. Vielleicht hört ihr es auch an meiner Stimme. Dass ich gestern vielleicht ein bisschen gefeiert habe und die ganzen Tage ein bisschen anstrengend waren. Wie auch immer. Ich freue mich, dass ich heute am Podcast-Geburtstag eine Episode aufnehmen konnte. Dank Urlaub. Und ich freue mich riesig, wo wir hier hingekommen sind mit diesem Podcast. Denn am Ende muss ich euch danken, dass ihr mir so treu hier die Stange haltet. Nee, wie sagt man denn da? Also, dass ihr so treu dabei bleibt und dass ihr mir ganz, ganz oft und ganz, ganz viel diese Rückmeldung gebt, dass es euch wichtig ist, was ich hier mache und dass es euch hilft in euren verschiedenen Situationen. Und das ist einfach, ja, gibt meinem Leben so ein bisschen Sinn. Und dafür bin ich euch äußerst dankbar, dass ich das so gefunden habe. Es ist nicht so, dass mein Leben ansonsten sinnlos wäre, aber das ist eventuell mal ein Thema für die nächste Sendung. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Hat meine Tochter mich letztens gefragt. Mein Kind, Entschuldigung, das andere. Genau, und das ist eine sehr spannende Frage. Ich hatte auch gar keine Antwort. Bin auch seitdem immer wieder am Überlegen, was ich meinem Kind denn antworten könnte, wenn mich das Kind fragt. Was ist der Sinn des Lebens? Mit diesen Gedanken wollte ich euch jetzt gar nicht in neue Kreise schicken. Wartet einfach auf die nächste Episode, da erkläre ich euch dann, was der Sinn des Lebens ist. Oder? Mal sehen, ob mir das gelingt. Nein, ich danke euch für 12 Jahre Treue, für 12 Jahre Zuhören, Rückmeldung schicken und ja, einfach dabei sein.
Ganz besonderer Dank natürlich an alle, die hier auch aktiv beteiligt sind. Damals die Shownoter, die Pixelschubser für das Logo, alle Grafikillustratorinnen, die mir schon mit Bildern einen noch schöneren Podcast gestaltet haben. An Auphonic für den guten Sound, an Ultraschall für die coole Software und Reaper. Bei wem muss ich mich denn noch bedanken? An die ganze Podcast-Bubble natürlich, weil das ja auch immer schön ist, mich mit denen auszutauschen. In letzter Zeit ein bisschen seltener. Vor der Pandemie war ich noch auf dem Podstock, das war schön. Und die Tim Pritlove, der Tim Pritlove-Kongress, wie hieß der noch? Love. Ja, der hatte auch einen Namen irgendwie. Dieser Kongress. Subscribe heißt das jetzt, genau. Es hat einen neuen Namen bekommen, aber auf der Subscribe war ich noch gar nicht. Genau, die findet bestimmt auch irgendwann mal wieder statt. Das ist eine coole Bubble. Das macht Spaß, dort mit anderen Podcastern vernetzt zu sein. Grüße gehen raus. Genau. Habe ich noch wen vergessen, bei dem ich mich bedanken muss? Bei meiner Mama. Für das erste Mikrofon, das sie mir geschenkt hat. Genau. Ohne das hätte ich den Podcast nicht aufgenommen. Genau. In diesem Sinne, ich habe euch alle lieb. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal auf die nächsten 12 Jahre, würde ich sagen.